Willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir diese wunderschöne Basis hier erobert. Wir hatten zwar ein paar kleine Zwischenfälle, aber wir haben es dann doch noch geschafft. Ja, wir stehen hier gerade mal wieder am Eingang. Und ich gucke mal auf der Karte, was hier so... Oh, es gibt jede Menge zu tun. Oh Gott, da gibt es auch jede Menge zu tun. Okay, tun wir, was zu tun ist und schieben wir es nicht auf. Scorpio, steigen Sie ein! Nein, tue ich nicht. Das ist mir eine zu kurze Strecke, um mit dem Kackmüllauto rumzufahren. Nein! Wär ich doch mal lieber Müllauto gefahren. Und yeah, wir fliegen wieder. Falls ihr im letzten Video irgendwelche Kritiken hattet, oder daran irgendwelche Kritiken habt, die konnte ich wahrscheinlich nicht bearbeiten, da ich dieses... Warum? Weil ich dieses Video noch nicht hochgeladen habe. Ganz einfach, ich hatte keine Zeit zum Ändern. Aikawa, ich brauche Sie für eine kleine Erledigung, Scorpio. Sie müssen sich mit einem unserer Regierungsinformanten treffen. Die Drogen sind seine Achillesferse. Es dürfte also keine Probleme geben. Treffen Sie sich mit ihm und finden Sie heraus, was er zu sagen hat. Okay, also in diesem Gebiet war ich noch keine Sekunde lang. Von daher kenne ich in diesem Gebiet hier gar nichts. Oh, Scorpio, der Informant ist ziemlich vorsichtig und wird Sie nach dem Wetter fragen. Was immer er sagt, Ihre Antwort muss in jedem Fall lauten, dabei fühle ich mich lebendig. Verstanden? Und reden Sie mit niemandem sonst. Okay. Aber wo ist er? Ah, da. Ja, dann habt ihr mir was hier gelassen oder so? Nee, keine Autos, keine Fahrzeuge. Na toll, jetzt kann ich zu Fuß hinlaufen. Sieht ja sehr toll aus, mit einer Waffe in der Hand zum Regierungsinformant. Das passt so. Ja, und Kinder, gleich müssen wir sprechen lernen, sonst nickt er ja immer nur. Aber gleich müssen wir wirklich mal etwas sagen. Gefällt Ihnen das Wetter, Mister? Dabei fühle ich mich lebendig. Ja. Unser Informant darf keinen Ärger kriegen und dann bringen Sie ihn ins sichere Haus. Sie sind hinter mir her! Bringen Sie mich hier raus! Wir haben Kampfhandlungen. Alle auf die Leute, ich bring dich hier raus. Sofort eingreifen! Tschüss. Wow. Warum so ein scheiß Wackelauto hier so? Auf mich zu rammen. Genau, zerschieß ihn, was ja euch galt. Wow. Episch. Er lebt nicht mehr. Er lebt doch noch. Komm hoch, du Idiot. Ey, sogar das MG ist wieder da. Der hatte bestimmt eins in der Handtasche. Es geht weiter. Da vorne sind schon wieder welche. Dreh dich um. Sie dürfen mich nicht kriegen. Ein Problem. Einfach halt als Need for Speed. Und für diejenigen, die schon sagen, wo bleibt der nächste Need for Speed Teil? Ich habe mich dazu entschieden, erst das Spiel zu spielen. Das ist wesentlich einfacher. Denn, soweit ich glaube, wird Just Cause nicht mehr so weit gehen. Ich meine, ich kann immer mit einem Safe Games mal gucken, wie viel die Prozentzahl momentan ist. Also von den Beschafften. Muss ich jetzt mal, wir werden doch schon ziemlich hoch liegen, da die Karte ja schon komplett erkundet ist. Also mit unseren Parteien besetzt.
und davon blinkt auch schon der rote Pfeil. Rein! Gut gemacht, mein Freund! Wir Ulas verneigen uns vor ihnen! Ja. Auf jeden Fall. Weil ihr euch so vor mir verneigt, ne? Bewerft ihr mich auch mit Granaten. Damit die aufhören, sich so zu verneigen. Templerdienst. Tempeldiener. Retten Sie den Wald. Na, retten wir mal den Wald. Greenpeace. Zuerst fliegen wir durch den Wald. Den hier gilt. Den gilt es bestimmt zu retten. Weil ich Wälder ja so mag. Ich meine, für mich mit meiner Seiltechnik ist ein Wald doch perfekt. Man kann vor Bäume fliegen. Man kann in Bäumen hängen bleiben. Jetzt soll man auch noch retten. Oh, ich habe wirklich mal getroffen. Oh. Nein, lassen wir erstmal. Erstmal außen vor lassen. Vielleicht soll ich auch irgendwann mal so eine Folge machen, wo ich nur Sachen... nur diese Punkte auf der Karte alle abfahre, um zu sehen, was alles so gibt. Perfekt getimt. Und zur nächsten Mission. Der Selamat Grove. Schon davon gehört, Scorpio? Die heiligste Stätte der Ulas. Die Grabstätte unserer Vorfahren. Aber eine Katastrophe hängt in der Luft, wie Rauch. Ein internationales Holzunternehmen will diesen Ort mit seinen Maschinen entweihen. Das können wir nicht zulassen. Sie sollen dorthin gehen und meinen tapferen Zerdadus helfen, das Sägewerk zu zerstören und den Vorarbeiter zu töten. Mögen unsere Arbeit... Ach, jetzt hat er schon kleine Brüder, oder warum sagt der Zerdadus? Retten Sie den Wald. Welchen? Gehen Sie zu meinen Ula-Brüdern. Ich fahre, finde ich einfacher. Ula-Soldaten, jetzt haben die schon eigene Soldaten. Hauptsache, die Soldaten fahren Lexus. Nee, aber irgendeine andere Prollkarre. Schließen Sie sich. Ja, wie soll ich mich euch anschließen? Ihr fahrt viel zu lahm. Das hier ist allen so das berüchtigte Sägewehr. Und hier biegen wir ein in das Zeichen, das kein Schwein lesen kann. Wow! Zerdadu, meine Männer sind blutrünstig, aber diszipliniert. Sie werden die Silos der Reihe nach angreifen. Sie sollten ihnen helfen und die Silos mit Sprengstoff zerstören. Ich hätte hier erstmal Sachen. Feind geortet! Angriff! Angriff! Oh Leute, das wird geil. Und hoch mit dir. Okay, kleinen Überblick verschaffen. Silo, Silo, Silo. Ah. 0 von 3 Silos. Was, keine 4? Okay. Oh. Oh. Das da ist das Silo. Das sieht ja einfach aus. Klappt aber nicht immer so wie gedacht.
Okay, wir können auch einfach alle mit Granaten beschmeißen. Zebra zielen, genau. Wir sind ja mittlerweile schon Scharfschützer an diesem Gewehr. Ich hab dir gerade voll in den Genick geballert. Spieler gelegt. Ah, ne, ist klar, den Vorarbeitern gibt man auch Gewehr. Illegalen Homos. Okay, ich brauche andere Waffen. Okay, ich brauche wirklich andere Waffen, aber ich muss mir sie früher besorgen. Na toll. Bestimmt alles von neu, aber das werde ich mir zunutze machen. Und ich höre schon, wie ein Nachbar jaulen. Meine Männer sind blutrünstig, aber diszipliniert. Sie werden die Silos der Reihe nach angreifen. Sie sollten ihnen helfen und die Silos mit Sprengstoff zerstören. Ich weiß, was ich mache. Okay, vorrücken. Ich stelle mich einfach oben drauf und dann zerschießen die ihre eigenen Silos. Lass sie nicht entkommen. Warum machen sie das? Weil sie doof sind. Ja, sehr gut, er blutet. Sputen Scheiß. Wo kann man eigentlich nie irgendwo ein Heli hinbestellen, wo man einen haben will? Okay, hör auf mit der Scheiße. Hör auf damit! Geht doch. Ich steh. Schweinerei. Gehen. Mich. Okay, jetzt finde ich es langsam scheiße. Oh. Bringen wir es zu Ende. Ja, ein Sniper. Ah, da unten steht er. Werksarbeiter mit Scharfschützengewehren. Stirb, Abschaum. Er auch. Seht ihr? Hat vor allem hat der die kommt wie gerufen. Ich gehe rein. Das hier, das macht mich noch für, noch zum Ultra Bastard. Jedenfalls für den Gegner, der hasst mich jetzt. Ich nehme seine Flanke. Ich jetzt so richtig asozial klein Penner werde. Wenn ich einfach auf die Rambo-Methode runtergehen würde, wäre es logisch viel schneller. Leute, ihr macht es auf die Rambo-mäßige Methode. Runter. Affenteil krallen. Geh mir nicht auf die Eier, geh mir nicht auf die Eier, geh mir auch nicht auf die Eier. Du bist recht. Oh, das ist einer von meinen. Geben mir nicht auf die Eier, habe ich gesagt. Ich nehme seine Flanke. Wieso haltet ihr euch nicht an das, was ich euch sage? Ich sage, ihr sollt mir nicht auf die Eier gehen. Ich hab ihn. Das machen sie sich eben auf den Sack. Fällt mir auf. Sie halten sich an das, was ich sage. Sie gehen mir nicht auf die Eier. Nerven mich nur ungemein.
wieso gibt es eigentlich Holz in Silos? Das ist abartig und nicht möglich. Vorher hast du mich nicht gesehen, Herbert. Geht doch sonst wo. Du blöder Penner. Geht doch. Fröhliche Ruhe. Ey. Ey. Warum kann ich... Ja, ich will aber auch... Ich will doch nur... Warum kann ich keine Granaten werfen? So ein Granatenleck oder was? Ich kann's wieder. Okay, versuchen wir es erstmal hiermit. Okay, man braucht zwei. Jetzt geht er mir auf die Eier. Meine Männer sind zum nächsten unterwegs. Helfen Sie ihnen. Wieder ein Sieg und auf zum nächsten. Immer wenn ich das überlege. Ulas! Darüber! Nichts mehr. Oh Gott. Yeah, lauf. Lauf, du Sau. Lauf hinter dir. Lauf vor dem Zaun, der zerschossen wird. Ja, bin ich. Hast du richtig erkannt und macht das ja auch immer so. Werf! Und dann schmal. Ja. Was geht? Das muss bestimmt den Mitarbeiter töten. Okay, bevor man den Vorarbeiter töten kann, muss man erstmal... Ich gehe rein! Das ist der Vorarbeiter, Feind unseres Volkes, Entweiher unseres Landes. Sein Blut soll spritzen. Ja, ich merk's. Jetzt komm! Ich sterbe. Hilft nur noch Flucht und ein bisschen Ausruhen. Und eine günstige Position suchen, von wo aus ich den Vorarbeiter meinen. Lass so Ding in die Fresse schmeißt kann. Falls der nicht vorher entkommt. Nein! Oh Gott. Jetzt hab ich's. Ja, jetzt hab ich's. Hoffentlich bin ich jetzt da, wo der Vorarbeiter ist. Das ist der Vorarbeiter. Feind unseres Volkes. Entweiher unseres Landes. Sein Blut soll spritzen. Ja, wird es. Endlich mal bin ich schlau.
stelle mich direkt hier hin. Hab ich... Sprengstoff haben wir. Jetzt nimm! Dein Seil! Scheiße, bringt nichts. Und ich bin schon wieder voll tot hier, ey. Das von gar nichts, ey. Nur von so einem verfickten MG-Schützen, Alter. Und von diesem scheiß Vorarbeiter. Ich mach den jetzt. Hey, Kräne. Hier nirgends irgendwie ein Geschütz oder so. Ich habe es. Ich brauche ein Häuserdach. Ein Häuserdach. Ganz schnell ein Häuserdach. Oh Gott, dann nehme ich eben den Kran. Dann Häuserdach. Ich wollte schon sagen, jetzt. Ihr Illegal. Stehst du Diensten, Kumpel? Was darfst du sagen? Ja. Ein runter. Aber noch Upgrade. Genau. Okay, jetzt hätte ich den gern. Sei vorsichtig damit! Ja, werde ich sein und... Danke. Ey, Vorarbeiter. Was das? Retten Sie den Wald. Töten Sie die Kräne. Und... Oh. Diese scheiß Zielengine. Das ist doch bekloppt. Steht man da schön rum, zielt auf den Kran und das Ding fliegt vor einem in Pfeiler und jagt einen mit in die Luft. Naja. Oder es war einfach nur Dummheit von mir. Toll. Dann nehmen wir das als nächstes. Ich habe zwar nicht mal gelesen, wie es hieß, aber... Wir beeilen uns da mal gar nicht hinzukommen. War das hier das mit den Dächern? Ja, oder? Wir wissen ja jetzt, dass wir von Dächern aus, ne? Sind mittlerweile Dachpilot, ne? Wir starten ja von den kleinsten Flächen. Hauptsache wir haben eine... Nein! Oh Gott. Die maßgeblich am Aufbau des panauischen Palisanderhandels beteiligte Seabreeze Lumber Company war heute Ziel eines Angriffs der blutrünstigen Ula Boys, die zuvor in einem Bekennerschreiben erklärt hatten, das Holzunternehmen würde die alten Grabstätten entweihen.
Dieser Vorwurf entbehrt allerdings jeglicher Grundlage, zumal sich die Ula-Boys auch als Ureinwohner Panaos bezeichnen und das Land als ihr Eigentum betrachten. Ja. Was ist daran so schlimm, wenn sie das Land als ihr Eigentum betrachten? Gott, hoffentlich reicht das zum Starten. Wie kann ich dir helfen, Hombre? Indem du runterkommst, leise bist, mir das Flugzeug mal wieder runterschmeißt. Sei vorsichtig damit! Ja, sehr ruhig. Es steht schief. Nicht mal parken kann der Kerl richtig. Wow. Na toll. Mein Flugzeug leckt an einem Haus fest. Und es geht kaputt. Jetzt legt es auf dem Boden fest und jetzt ist es explodiert. Na toll. Und sowas darf sich Lieferservice nennen. Frechheit. Okay, sind hier irgendwelche Dinge im Weg, wo ich vorfliegen könnte? Nein. Bitte, Herrgott, lass es jetzt klappen. Ich bin Starter. Ist doch schon langsam abartig hier. Gut, dass dieses Flugzeug so billig ist, sonst sind wir gleich ganz arm, ey. Oh Gott, uns geht das Geld aus. Sei vorsichtig damit! Der Raketenwerfer hat wohl gerade richtig reingeknallt mit seinen 80.000, ey. Heb ab! Wow, wir sind in der Luft und... Das Ganze für 3 Kilometer. Weil ich zu faul war, 3 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Naja. Gehen wir wenigstens Vollgas und versuchen zu landen. Aber ich glaube, da stand sogar irgendwas von beeil dich, oder? Wow, wow, wow. Beeilen Sie sich oder er stirbt. Schnell das Flugzeug hochziehen, ey. Und das hier nicht so wie bei Stalker ist, dass während dem PDA das Spiel weiterläuft. Das wäre schrecklich gewesen. Denken Sie dran, immer erst aussteigen, bevor Sie ein Chaos fahren und steigen. Denn die Soldaten werden sauer auf Sie werden. Oh Gott, das ist wieder so eine Bootmission. Bötchen fahren. Mein Freund Portugiesen Pete wurde von den Behörden verhaftet. Bei seiner Gefangennahme hat er seinen PDA mit Geschäftszahlen der Ula-Boys an dem sichersten Ort versteckt, der ihm eingefallen ist, seinem Rektum. Ich fürchte allerdings, dass die Soldaten ihn stattdessen erschießen werden und dass der PDA durch Magensaft und Galle ruiniert wird. Sie müssen sämtliche Informationen runterladen, bevor sie ihn erschießen. Okay. Das ist der ekelhafteste Job, von dem ich je gehört habe. Schnell, gehen Sie zu Portugiesen, Pete. Wenn Sie ihn töten, schaltet sich sein PDA automatisch ab. Bitte, lass! Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Oh Gott! Nein, nicht! Ich tue alles, was Sie wollen! Ihr Dreckspenner! Wer von euch hat auf mich geschossen? So.
Welcher? Ja, da oben hier der. Für den Ruhm von Panau. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Stellung halten, Scorpio! Ja, ich werde es versuchen. Feinde von Westen, Serdadu! Wo ist Westen? Woher weiß der, wo ich bin? Noch ein ganzes Magazin. Noch ein Schuss. Erledigt ihn! Übertrag mal schneller deinen scheiß Daten. So steckt man sich auch PD in seinen Arsch. Gott. Wer hat sich diese Idee einfallen lassen? Das war's jetzt. Dass er jetzt sozusagen dem Tode geweiht ist, ne? Na, ich hab eine Flugabwehrstellung runtergeholt und dafür hole ich mir... Was soll dieser Scheiß? Jedes Mal bleibt der irgendwo hängen. Der hat aber schon irgendwelche spastische Krämpfe. Echt. Diesmal bin ich sauer auf meinen Protagonisten. Das ist der Falsche. Aber ich hab auch mal eine geile Idee. Ey. Na, cool. Wir fliegen mit einem Heli ein Heli. Das ist sowas von geiles Denkmanöver. Haben wir noch einen als Notfallreserve. Aber das hat uns ganz schön Leben gekostet. Ey, aber wir könnten immer noch den zweiten fliegen. Mit dem den ganzen Schrott beseitigen. Ja, flieg, flieg. Rakete hat Ziel erfasst! Mit dem Schrott, flieg. Aber flieg nicht. Stößt doch irgendwo hin. Wir folgen dieser Pipeline. Warum weiß ich nicht. Ah, oh, jetzt weiß ich warum. Gib mir nicht auf den Sack. Welcher? Wo bist du? Komm her. Stirb. Alter, hast du eigentlich schon mal gemerkt, wie blöd das ist, auf deine eigenen Leute zu schießen? Na toll. 2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 4. Haha. Ja, da hat euch das ganze Geschieße wohl auch nichts gebracht. Das hätte ich euch aber auch vorher erzählen können. Leitet jetzt mal Öl ein, ihr Pipeline-Penner. Boah. Rico ist heute voll auf dem Greenpeace-Trip. Ah, okay. Dann werden wir jetzt auch zum Tempeldiener.
dass man nicht alles so machen muss, nur um beliebter zu werden. Ja, ich glaube, diese 63 Grad Drehung hat uns gerade den Rest gegeben. Ach, verzieht euch doch einfach. Ich schweb hier jetzt einfach mal gemütlich durch den Wald. Und da ich sehe, dass da vorne ein Rennen ansteht, muss da auch eigentlich ein Boot sein, aber das ist dort nicht, weil es scheiße ist. Weil irgendwie diese Leute wieder kein bisschen nachgedacht haben. Ich stech mich ab wie ein Tier. Was Dummes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Du bist das schuld. Du, weil du da gesessen hast. Jetzt muss ich auf das nächste Polizeiboot warten. Dum, 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 dum. Entschuldigung. Jetzt hak dich gefälligst fest, du Sau. Nicht, jetzt kann ich tauchen. Oder schwimmen bis nach da hinten. Das dauert doch Jahre. Oder ich rufe ein Boot. Wie kann ich dir helfen, Hombre? Ja. Kannst du mal ein bisschen Geld runterschmeißen, weil langsam geht uns die Kohle aus. Weil wir immer wieder neue Waffen und neues Dingsbums und sei vorsichtig damit. Noch mehr neuen Scheiß brauchen. Dafür können wir die Regierung von unserem Boot besser abschießen. Da wir ja Panzerbrechen umgezogen haben. Und zwar unendlich und 5-Sterne-Style. 100% Zielerwartheit. Und wir zielen schon mal unser nächstes Ziel an. Vielleicht ist das kein Mensch. Steuern auf unser nächstes Ereignis zu und das war mal wieder ein Knall. Oh Gott, ich hasse Abstürze. Und wieso hält er sich am falschen Baum fest? Verdammt nochmal, heute ist aber auch nichts bei dem Kerl hier normal. Sonst gleiten wir hier immer perfekt durch die Lüfte. Feind gesichtet, alle verfügbaren Einheiten. Jetzt gleiten wir durch eine Militärbasis. Ich könnte wetten, die hat was mit dem nächsten Ziel zu tun. Darauf könnte ich echt wetten. Ja, da ist schon das Auto, der hat uns schon gemerkt, dass wir diese Mission anfangen wollen. Deswegen kommt der schon mit seinem gelben Wagen, ne? Und fährt an unserem Ziel vorbei. Danke, dass du mich umgefahren hast, du Drecksbulle. Unsere alten Tempel und Schreine, Serdadum. Sie sind uns selbst in heutiger Zeit eine große Hilfe. In einem davon lagern wir zum Beispiel unser Rohopium. Aber anscheinend hat die Regierung unser Geheimversteck gefunden. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass unser Schmuggelgut nicht in die falschen Hände fällt?
Ich habe mich schon gefragt, was das mit dem Tempeldiener soll. Wo ist denn dein Ruhm? Wow. Hauptsache, der alte Tempel hat sogar eine Straße. Naja, braucht er ja, wenn man Rohopium lagert. Scorpio, die Ulas, die vor ihnen Wache hielten, haben scharfe Sprengsätze hinterlassen und andere Kleinigkeiten, die sich vielleicht als nützlich erweisen. Wir haben Sichtkontakt, er bitte... Sie stürmen die Ostseite! Leute, gib mir nicht auf die Eier, ihr nervt. Angreifer auf der Südstraße in ihre Richtung unterwegs, Scorpio. Ja, ich bin ja nicht blöd. Nichts als so ein Beschütz mal schnell. Die kommen von Norden, Kauern. Wow. Zu betreiben sie es. Wieso sind da welche hinter mir? Da. Du bist halt. Du ballerst die ganze Zeit auf mich. Ausgezeichnet. Heute Nacht werde ich wieder ruhig schlafen. Das war's? Okay, ich hätte mit mehr gerechnet. Ganz ehrlich. Und Granaten. Obwohl wir ganz schön platt gegangen sind. Aber was können wir denn noch so für die... Blechschaden. Hört sich nach Autounfällen an, das machen wir. Es ist ja nur 11 Kilometer weg. Dumm, dumm. Motorrad. Was meine Handgranaten überlebt, kann ja nicht schlecht sein. Gut, dass ich das gemacht habe. Abmarsch nach 11,01, 11 Kilometer. Halt noch. Was sind das für drei Türme? Und einer ist so umgekippt. Das sind bestimmt die schiefen Türme von Panau oder so. Oder die drei Türme von Panau und der schiefe Turm von Panau. Wir müssen an Höhe und an Flugweite und so gewinnen, ne? Ankern wir noch schnell an. Um uns ein wenig Flugweite zu ergattern. Ich sehe schon, wir werden circa dort oder so abstürzen.
werde versuchen, mich möglichst weit an diese nah erscheinende komische Dings das packen, und die Sonne scheint gerade so richtig geil. Richtig cooles Heldendesign. Naja. Ich halte mir auf beide Knöpfe. Kann man im Wasser nicht. Schade. Bull. Es wird jedenfalls immer weniger. Oh Leute, ich habe keinen Putz hier wieder, ne? Und Action! Das Ding fährt ja wenigstens halbwegs normale Geschwindigkeiten. Es war laut. Das hört sich für mich ziemlich laut an. Aber für euch müsste alles in perfekter Gleichmäßigkeit sein. Das ist wahrscheinlich nur hier wieder meine Einstellung von meinem Headset. Und wir fahren Richtung Land und wir fahren Richtung Land und wir fahren aufs Land drauf. Ich wollte schon sagen, das Ding kann an Land schwimmen, weil das nicht direkt explodiert ist. Es hat ja noch so ein paar Sekunden Schubphase über den Sand. Yay. Voll cool aus in Just Cause 2. Okay. Das interessiert mich. Da gibt's doch garantiert ein Flugzeug zu gewinnen oder so. Und ein Fahrzeugteil gibt's auch zu gewinnen und vieles mehr. Morgen um was weiß ich wie viel Uhr bei Sat 1 genau, nein, ich laber scheiße. Ein Autorennen, ja, das ist doch cool. Weil wir keinen Bock auf das Strandrennen haben, gehen wir auf Escape. Mission abbrechen. Genau. Und jetzt haben wir ein schönes Auto, hoffe ich jedenfalls, dass es nicht wieder zurückgesetzt wird. Bitte spiel, sei so blöd und lass mir das Auto, damit ich irgendwo hinfahren kann. Was? Er soll mal 10 Männer mit bloßen Händen getötet haben. Ja. Bis jetzt waren es noch 10 Tiger. Wird immer mehr, was ich ermorde. 10 Männer, 10 Tiger. Nächstes waren es bestimmt 10 Buschmänner. Weil die extra stark sind. Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Das einzig Gute ist, jetzt bin ich schon mal hier auf der Insel und nicht mehr da hinten auf dieser Kaffinsel. Und noch Vorteil ist, dass hier vorne eine Straße kommt. Naja. Jedenfalls könnte es eine Straße sein. Es könnte auch eine Schneise sein. Meine Güte, hier muss doch irgendwo so ein scheiß Weg sein. Ist das ein Hafen oder ein Flughafen? Ich hätte gerne den Flughafen.
Das sollten sie doch machen, so einen Flughafen, den man auch bei dem Typen bestellen kann, der sich dann einfach irgendwo platziert. Drogen. Und die kleinen Bullen hier haben es noch nicht gefunden. Es gibt Flax, also gibt es auch Helis. Nur wo sind die Helis? Sag mal bitte nicht, dass die auf der anderen Seite sind. Sind sie nicht? Den Vorteil, dass nicht direkt ein Flak neben mir startet und Scheiße hat bei mir. Dann öffnet er leider nicht den Flak. Gott. Ja, jetzt ist doch mal wohl gut, oder nicht? Ich bin doch schon 10 Jahre von dem Hafen weg. Ja, Jahre ist bei mir eine Messeinheit. Hier unten ist der scheiß Strand da. Mit dem Rennen. Und wir eben, toll. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ihr kennt meine Einstellung, Flugzeuge sind geiler als Helikopter. Das heißt so viel wie Tschüss Heli. Wow, und da unten kommt sogar... Nein, nicht in die Halle reinfliegen, nicht. In Hallen reinfliegen ist böse. Wow, und... Okay, vorrücken, wir haben ihn! Meine Güte, wo ist denn das Drecksziel? Da ist es. Oh, Gas nicht schon. Das Gas. Runter vom Gas sieht auch cool aus, aber Gas sieht geil aus. Wow. Wir hier vom Berg fliegen und dann wieder irgendwo Timbuktu wiederbeleben. Und sogar diese stylische Nadel vorne dran, wofür auch immer die sein soll. Das Ding ist zum Betanken oder so. Die Nadel vorne im Flugzeug, die ist zum Betanken. Zum dem Flugbetanken. Wird uns hier wahrscheinlich niemals gehen. Zu gut kommen.
Ich bin auf einen... Salva mia! Ach, reg dich nicht so auf, du Pussy. Fängt dir ja schon wieder an, irgendwelche Flüche auf, weiß ich, was das war zu labern, Portugiesisch, glaube ich. Einige der Bluthunde der Regierung sind lediglich etwas nervig, Serdadu. Aber manche bringen mein Blut zum Kochen. Dieser eine Lieutenant, der irre Gusti, hat es sich zur Aufgabe gemacht, meine Geschäfte zu stören. Also greife ich ihn da an, wo es ihm richtig wehtut. Bei seiner preisgekrönten Autosammlung. Ich möchte, dass sie all die Wagen zerstören, die er so sehr liebt. Nur um den Mistkerl zu ärgern. Wow. Coole Idee. Deswegen heißt Blechhorn. Er sammelt Autos in einem Militärstützpunkt. Da. Da ist der Bastard. Okay. Okay. Da, schnappt ihn euch. Mann, diese Maushandling ist... Das Kommandgranaten. Wow. Oh. Ja, nee, ist klar. Seine Autos leben noch. Hauptsache, ich krieg den ersten Flash weg. Dinger gepanzert oder was? Das sind Autos. Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Scorpio. Toll. Runter, Leben her und... Für Feind in Sicht, steckt dir dein Feind sonst mal hin. Ich gehe rein. Wir haben keinen Kontakt. Alle Einheiten bei Beacon und Feuer. Kann ich dir mich einfach ein Auto klauen? Da ist der Bastard! Aufwärmen! Findet ihn! Verteilt euch! Los! Los! Was soll der Scheiße? Sterb. Gute Arbeit, Serdadu. Das war eine Frucht. Wow. Jo, das war Blechschaden. Und weil ich laut meiner Uhr jetzt auch schon eine Stunde wieder rum habe, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja.
freue mich, dass es euch gefällt und bis zum nächsten Mal. Euer Sorse. Ciao.